Ja, vielen Dank an die Kollegen der Nachrichten. Ich grüße Sie herzlich. Das neue Jahr ist noch ganz frisch. Wir sind es auch. Das ist die erste Ausgabe von Brisant im neuen Jahr. Es ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und jetzt wissen wir ja auch, warum der Winter sich so lang zurückgehalten hat. Er hat sich alles für Anfang Januar aufgespart. Also jetzt. Auf dem Feldberg, da hat es für den ersten Schneemann sogar schon gereicht. Wir haben ein schönes Bild. Da sehen Sie es. So sah das aus heute. Doch auf den Straßen und Schienen, da war das Chaos erstaunlich groß. Dafür, dass auch der kälteste Winter ja eigentlich nie so richtig plötzlich kommt. Bis zu 20 Stunden haben Bahnreisende im hohen Norden festgesessen im Zug. Immerhin gab es Erbsensuppe und Decken. Der große Wetterrundumschlag. Heute zu Beginn der Sendung, da gibt es einiges zu erzählen und auch so manches zu beklagen heute. Ja, jetzt ist er mal da, der Winter, und irgendwie scheint er uns doch jedes Jahr wieder neu zu überraschen. In Görlitz, dahin schauen wir jetzt, da hat das neue Jahr mit einer Katastrophe begonnen. Da gab es eine Explosion in einem Haus und 12 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Und darunter sind auch 6 Kinder. Trotz so viel Kümmernis spricht die Feuerwehr heute von einem Wunder. Das ist ein Wort, mit dem man in unserem Berufsstand doch immer sehr sparsam ist. Doch das hätte wohl alles sehr viel dramatischer noch ausgehen können. Also auch in der Türkei ist inzwischen Winter. Das neue Jahr verspricht noch mehr Technik in unseren Autos. Heute können Autos ja ohnehin schon sprechen, selbst fahren. Und wenn nötig, bestellt Ihnen das Auto sogar einen Tisch im nächsten Restaurant. Und man braucht keinen Schlüssel mehr, um das Auto zu starten. Heute geht das alles ganz praktisch mit Knopfdruck. Neue Technik mit Tücken, wie wir gleich hören. Der gute alte Schlüssel, der hatte auch so seine Vorteile. Autoklau 2.0. So leicht geht das nämlich jetzt. Ja, damit fährt es sich allerdings ziemlich schlecht. Was macht eigentlich die Prominenz in diesem noch jungen Jahr? Sie sind mutig und einige überraschen uns auch. Prinz William zum Beispiel, der hat etwas getan, was die Queen nie tun würde. Der muss man ja jede persönliche Regung am Naserümpfen ablesen oder weil sie ihre Handtasche auf den anderen Arm wechselt. Daran kann man erkennen, wenn man Glück hat, ob die Queen gut aufgelegt ist oder nicht. Ganz anders Prinz William und sein Bruder Harry, die jetzt mit einem emotionalen Interview mit diesem Muster mal so richtig aufgeräumt haben. Und auch Prinz Charles zeigt sich zu Jahresbeginn locker entspannt im Rock. Also, Prinz Charles sorgt schon mal clever vor fürs Alter. Diese Woche ist ja Wintersportwoche. Im ersten Morgen geht's richtig los. Und den ersten Wettkampf, den gibt's heute schon bei uns. Im Bob sitzen heute 2 Frauen, die sonst singen. Und die haben sich damit einen Riesenwunsch erfüllt, die Geschwister Hofmann. Und sie haben ganz spannende Gegner. Und zwar die jamaikanische Bob-Nationalmannschaft. Die kennen Sie vielleicht noch aus dem Film Cool Runnings. Und jetzt sag noch mal einer, die vom Schlager seien Softies. Schauen Sie sich mal die taffen Mädels an. Ah, also es gab Verluste, aber viel Spaß. Wir halten dann für Februar die Daumen. 46 Jahre standen sie zusammen auf einer Bühne und haben gesungen. Länger als die meisten Ehen halten. Und obwohl sie es schon so lange miteinander durchstehen, haben die Pudis nun beschlossen, wir hören auf. Das war's. Wir machen Schluss. Gut, das haben uns schon viele gesagt und die meisten kamen wieder. Mal sehen also. Und schon jetzt gibt's einen Trost für alle Fans der Pudis. Es ist ein Abschied mit Schlupflöchern. Also so ganz sein lassen können und wollen sie es dann doch nicht. Trotzdem gab es jetzt das letzte Konzert. Na, mal schauen, wir warten es ab. Ja, und bei dieser Kälte da draußen haben wir jetzt noch einen Anblick zum Erwärmen. Frauen in wunderschönen Kleidern, die einen Mann alt aussehen lassen. Und warum Holzhacken nicht schadet, wenn man berühmt werden will. All das jetzt. Und das neue Jahr, das geht mit ganz viel Film los. Gestern schon der neue Til Schweiger-Tatort und heute gibt es gleich das nächste Filmevent im ersten. Das Programm heißt dieser Film. Es geht da um eine Familie, die plötzlich im Fokus eines Verbrechens steht und dann gezwungen wird, sich einem Zeugenschutzprogramm anzuschließen. Und dann eben die Frage, was heißt das für so eine Familie, die plötzlich so leben muss, komplett neu anfangen. Nena Kunzendorf, haben Sie vielleicht schon gesehen, spielt mit. Benjamin Sadler, Heiner Lauterbach. Und wir haben nun den Mann gefragt, der Zeugenschutzprogramme nach Deutschland geholt hat damals. Wie realistisch der Film mit diesem Thema umgeht. Also eine schwierige Situation für diese Familie und ein spannender Stoff für heute Abend. Das Programm heißt der Film heute Abend, sehen Sie schon, 20.15 Uhr geht's los hier im Ersten. Ja, das war die erste Brisant-Sendung im neuen Jahr. Geht ja noch. Morgen und übermorgen machen wir im Ersten Platz für den Wintersport und halten den Kollegen die Daumen und wünschen viel Spaß und Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.